Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir den Anime, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Bakemonogatari aus. Ich muss sagen, den Anime kannte ich bis jetzt nicht, aber mir kommt irgendwie dieses Mädchen und die ganzen Sachen bekannt vor. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ein Review gesehen und da hat der Anime, glaube ich, auch gar nicht so gut abgeschnitten. Das ist wohl so eine Comedy-Fanservice-Serie, glaube ich zumindest, bin mir da aber nicht sicher. Und ich dachte mir, ich bestelle mir den einfach mal. So sieht der Schuber von der Rückseite aus. Und das ist das erste Volumen. Und ja, das kennt ihr das, wenn ihr was denkt und nicht drauf kommt. Ich habe irgendwo ein Video dazu gesehen und ich meine, er wäre nicht gut abgeschnitten. Auf jeden Fall sieht so der erste Schuber aus. Und ja, dann haben wir hier das erste Volumen nochmal in Schuber. Gibt es auf DVD und Blu-ray. Ich werde euch wieder beides verlinken. Und ein Trailer etc. auch, wenn ich einen finde. Und weitere Informationen in der Videobeschreibung unten. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den Schuber rauskriege, weil der klebt gerade irgendwie hier fest. Und das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt ein Fanservice an? Ich wollte ihn mir einfach mal holen. Hier haben wir übrigens die ersten 5 Episoden. Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch. Ton ist aber digital 2.0. Bildformat 16 zu 9, Laufzeit 125 Minuten. Der ersten 5 Episoden Bonus. Clear Opening, Clear Ending und digitaler Code für Akira Pass. Ja. Oder ist das eine Ghost Story? Weil hier steht Ghost Stories. Ich meine, das wäre ein Fanservice gewesen. Bin mir aber nicht sicher, also nagelt mich da nicht drauf fest. Das kann man übrigens abmachen, diesen Flatschen. Und ja, lassen wir uns überraschen. Das kommt mir bekannt vor. Mit dem Mädchen, was das alles unter dem Rock hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das. Naja. Das erste Volumen so sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und ja, wenn ihr den Anime mal gesehen habt oder wenn du das bist mit dem Review, dann schreib mir doch mal unter dem Video, wie du den gefunden hast und was es da genau geht. Dann haben wir hier wieder den Steam-Code bzw. den Code für Akiba Pass. Ja, die Dis und kein Booklet mal wieder und eine sehr schlichte Hülle, wie ich finde. Das Motiv finde ich cool, also das muss ich sagen, es gefällt mir. Aber dass da wieder kein Booklet bei ist, finde ich wieder ein bisschen schade. Naja. Ja, das war mein Unboxing dazu. Wie gesagt, wenn ihr den Anime kennt, schreibt mir nochmal bitte genau unter, um was es da genau geht. Ich hatte auch irgendwie Fanservice in Erinnerung mit Comedy, aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Und es kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich hier nicht so viel, viel zu sagen konnte. Das Ganze ist von Peppermint, wie gesagt. Und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Gabatron. Tschüss.